Ja, hallo, herzlich willkommen zu den News vom 15. Mai 2022. Heute mal in anderer Form, heute mal von draußen, aber das hat auch seinen Grund, weil ich heute drei Themen vorbereitet habe, die sich alle draußen abspielen und ich wollte mit der Kamera einfach bei diesen Veranstaltungen dabei sein. Leider hat das Schicksal oder das Leben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und eine Veranstaltung, mir von der Liste genommen. Und zwar geht es um die Rallye Islas Canarias hier auf Gran Canaria. Am Donnerstag, also am 12. Mai, war ich dann mal in Las Palmas. Dort fand anlässlich dieser Rallye die erste Wertungsprüfung statt auf einem kleinen Kurs von 1,5 Kilometern direkt am Stadion von Las Palmas. Und das fing eigentlich ganz gut an. Ich habe sofort einen Parkplatz gefunden, hatte es nicht weit zum Stadion, zum Fahrerlager. 5 Minuten zu Fuß, also kein Thema. Dann habe ich ein paar Bilder im Fahrerlager gemacht und war schon ganz aufgeregt, weil ich zum ersten Mal da war und nicht wusste, wo stelle ich mich jetzt mit der Kamera hin, wo ist der Kurs. Und ja, dann bin ich hin und her gewandert, habe mir versucht, einen vernünftigen Standort zu suchen. Ist leider gescheitert. Erstens waren da viel zu viele Menschen, als dass ich hätte meine Kamera noch irgendwo hinstellen können, ohne jemanden zu gefährden oder auch die Kamera zu gefährden. Ja, dann habe ich mir kurz dann überlegt, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich schon mal hier. Dann nehme ich halt die Fahrzeuge auf, die dann um circa 8:30 abends war es, sich aufgemacht haben zum Start. Und dann habe ich 4, 5 Fahrzeuge aufgenommen, um zumindest ein bisschen was an Material zu haben. Ja, bin einigermaßen frustriert wieder nach Hause gefahren. Am nächsten Tag hätte ich mal auf den Kalender schauen sollen. Das war der Freitag, der 13. Mai. Freitag, der 13. Und so sollte es auch kommen. Am Tag zuvor, also vormittags am 12. Mai, abends war ich ja in Las Palmas, bin ich dann an den Ort des Geschehens gefahren, wo die nächste Wertungsprüfung hätte stattfinden sollen, ganz in der Nähe von Santa Lucia. Nach circa 30 bis 45 Minuten Fahrt mit dem Auto sind wir dann, meine Frau und ich, an eine Straße gekommen, wo ein großes Schild stand mit Einbahnstraße. Also das Runde, nicht das längliche. Dann stand da sowas drauf, von dieser Straße ist gesperrt. Ich mit meinen rudimentär vorhandenen Spanischkenntnissen, so will ich das mal bezeichnen, habe dann versucht zu entschlüsseln, was auf dieser Straße stand. Und das sollte sich als fataler Fehler herausstellen, weil identifiziert habe ich auf dem Schild die Aussage, dass die Straße morgen, also am 13. Mai, bis zu der Stelle, wo die Wertungsprüfung frei ist, aber ab dort dann im Zeitraum von bis gesperrt. Dann habe ich mich gefreut, wir sind zu diesem Ort gefahren und siehe da, wunderbar, ich hätte mein Auto abstellen können. Die Einblicke auf die Kurven, aus der die Autos hätten kommen sollen, hätte ich wunderbar aufgenommen mit insgesamt 3 Kameras, eine Drohne dabei. Ja, am 13. Mai ging es dann frühmorgens los, um uns einen guten Platz zu sichern.
Wir kamen wieder an die Stelle, wo dieses Schild mit dem Einbahnstraßenschild stand. Und mitten auf der Straße stand ein Auto, Gitter standen auf der Straße. Und dort stand also auf dem Schild offensichtlich nicht, dass die Straße ab dem Punkt, wo die Rallye stattfindet, gesperrt ist, sondern ab dem Punkt, wo das Schild stand, bis zum Punkt, wo die Rallye stattfindet. Herzlichen Glückwunsch. Völlig frustriert ging es dann wieder nach Hause. So, die zweite Veranstaltung, zu der ich möchte, die ist dann am heutigen Tag, am 14. Mai. Und dabei handelt es sich um die Gay Pride. Und zwar wird heute ab 17 Uhr der große Umzug, die große Parade stattfinden, die dann auf der Avenida de Tirajana am Hotel Rio, Rio Maspalomas, glaube ich, heißt das, startet und dann ins Jumbo Center führt. Allerdings wurde im Vorfeld auch schon bekannt, dass die angekündigten 25 Wagen wohl nicht an dieser Parade teilnehmen werden. Einige Wagen oder Veranstalter haben wohl kurzfristig abgesagt. Es hat wohl offensichtlich auch irgendwie an den Preisen gelegen, die nicht mehr bezahlbar waren. Ganz verstanden habe ich das nicht, aber es gibt hier so manche Dinge, die man nicht versteht. Ja, ich hoffe dann, dass ich kein zweites Desaster erleben werde und heute Nachmittag werde ich mich dann auf den Weg machen, um ein paar Bilder zu machen. Ich bin ganz gespannt auf die bunten, schillernden Figuren, die sich dann auf den Wagen befinden werden. Ja, die dritte Veranstaltung, die findet meiner Meinung nach definitiv statt, weil ich auch schon da war und gesehen habe, dass viel aufgebaut wurde, viel hübsch gemacht wurde. Es wurden die letzten Renovierungsarbeiten gemacht und zwar im Stadtteil El Tablero findet in der Zeit vom 10. bis zum 20. Mai die sogenannte Fiesta oder auch Romeria statt. Am heutigen Tag, am 14. Mai, gibt es dann um 18 Uhr die große Wallfahrt, bei der viele gut angezogene Kanarios in traditionellen Trachten diese Romeria, diesen Umzug begleiten. Soweit ich weiß, wird dann irgendein Schutzpatron auf einer Sänfte getragen und durch den Ort getragen. Ich vermute sogar mit Musik. Ich weiß es nicht, ich war noch nie da. Lass mich also überraschen. Ja, im Rahmen dieser Fiesta finden jeden Tag verschiedene Veranstaltungen statt, insbesondere kirchliche Veranstaltungen, da es sich bei dieser Fiesta ja um eine kirchliche Fiesta handelt. Ich habe mal nachgeschaut, die Fiesta heißt ja Santini Trinidad, frei übersetzt heißt das die heilige Dreifaltigkeit. Es gab aber auch im 17. Jahrhundert ein Schiff, das war zu der Zeit in Spanien, nee, weltweit sogar, wohl das schwerst bewaffnete Schiff überhaupt. Aber wie gesagt, das ist nicht Grund dieser Fiesta. Und eines der Highlights dieser 10 Tage dauernden Fiesta, das kann ich euch leider nicht zeigen, weil das findet erst am 22. Mai statt, also am nächsten Sonntag. Kann ja natürlich dann Bestandteil der nächsten News sein. Schauen wir mal. Das ist die große Paella, die von insgesamt 32 Köchen zubereitet wird für insgesamt 5000 hungrige Mägen. So, dann mache ich mich nachher mal auf den Weg auf die Avenida de Tirajana, um dieses bunte Treiben der Gay Pride einzufangen und heute Abend dann nach El Tablero. Ob ich Bilder bekomme, weiß ich ja jetzt noch nicht. Ich gehe mal ganz stark davon aus und wünsche euch, sofern ich dann was aufgenommen habe, euch viel Spaß beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Ahora que se nos está bien, nos tenemos ricas en todo.
Esto es típico de acá.